Weiter geht's mit Jan Ullrich und der Tour de France. Wir sind in Gelb unterwegs. Auf dem Kopfsteinpflaster haben wir die ärgsten Konkurrenten schon mal richtig abgehängt. Das lief wirklich gut. Jetzt sind wir hier auf einer 220 Kilometer langen Etappe nach Longwy. Die kennen wir inzwischen natürlich auch. Berge der vierten Kategorie, der dritten Kategorie kommen noch bis ins Finale. Das liegt Ulle ziemlich gut. Wir werden die Füße relativ lange stillhalten und mal schauen, ob wir der Konkurrenz hier nochmal ein bisschen Zeit abnehmen können. Ich gehe mal davon aus, dass das klappen sollte. Also bislang läuft die Tour gut, aber wir alle wissen, die Tour de France wird natürlich in den Bergetappen entschieden, auf den Bergetappen. Deswegen ist hier noch lange nichts gelaufen. So, parallel habe ich Fußball laufen. Da kam jetzt gerade ein Tor für Fulham leider gegen Liverpool. Es freut mich nicht so sehr. Aber Mai kann sicherlich noch gedreht werden aus Liverpool-Sicht. So, vorne haben wir Primož Roglič. Pogacar weiterhin in Weiß, obwohl er viel Zeit verloren hat auf der letzten Etappe. Über 2 Minuten, das war schon echt nice. Fahren hier erst nochmal relativ defensiv mit rüber. Die ganzen Tempowechsel kann man sich halt echt sparen. Und dann geht es hier auch nochmal in eine minimale Abfahrt rein, wo wir natürlich wieder weggedrückt werden. Da habe ich einfach gerade ein bisschen Schiss bekommen. Deswegen dieser blöde Bremser. Jetzt müssen wir hier natürlich Energie aufwenden, um da vorne dran zu bleiben. Das war ziemlich dumm. Aber ist nicht rennentscheidend. So, Tom Dumoulin nach dem Sturz. Langsam geht es ihm wieder besser. Jonas Vingegaard auch schon mit großem Rückstand. Bislang läuft die Tour de France für uns, wie gesagt, bis auf den einen Sprint auf der zweiten Etappe echt optimal. 4 Etappensiege für Ulle. Auch im Zeitfahren haben wir uns den Sieg geholt. Jetzt sind es hier noch 11 Kilometer. Wir werden hier von Ben Turner nochmal in die Balustraden reingelenkt. Jetzt geht es dann hier zum Berg der vierten Kategorie. 10 Kilometer sind es noch. Aber alles halb so wild. Wie gesagt, die Attacken, die jetzt hier kommen, die werden eh nicht erfolgreich sein. Es war so klar. Ich wollte gerade sagen, gleich wird Nizzolo uns wegdrängen. Sind auch in keiner guten Position unterwegs. Vorne gab es jetzt die Attacke, ich glaube, von Higita, und wir hatten allerdings einen Teamkollegen mit dran. Wir haben natürlich den ganzen Tag wieder Nachführarbeit gemacht. Wir versuchen immer, die Ausreißer einzuholen, mit Blick auf die Gesamtwertung allerdings. So, 9,5 Kilometer sind es. Versuchen uns heute natürlich den 5. Etappensieg zu holen. Ben O'Connor, ehemaliger Teamkollege, mit dabei. Romain Bardet. So, das komplette Israel Premier Tech Team einfach hier vorne mit dabei. So, wir versuchen mal ein Stück weiter nach vorne zu kommen. Gehen nochmal in die Aero. So, aus dem Weg. Das schaffen wir schon noch. Hier ist es nicht steil genug. So, 7 Kilometer. Könnten uns auch nochmal einen Teamkollegen mit nach vorne holen. Holen wir uns mal Wout van Aert mit nach vorne. Weiß nicht, wo der gerade ist. Belgische Meistertrikot kommt da jetzt schon nach vorne geflogen. Da kommt jetzt auch nochmal eine Attacke. Wout van Aert geht da mit rein und dann hängen wir uns mal mit dran. Beziehungsweise ich fahre mal so hinterher. So, 1 Kilometer. So, das war doof, weil Wout van Aert uns da weggedrängt hat. Almeida kommt. Da gehen wir mal mit. Vlasov kommt. Hängen wir uns mal mit dran. Spart uns vielleicht ein bisschen Energie. Schau mal ganz kurz zurück und sag Wout van Aert mal, dass er jetzt nicht mehr Tempo machen soll, weil sonst fährt er da irgendwie noch die Lücke zu. Vlasov nimmt auch schon raus, 5 Kilometer sind es noch, Tadej Pogacar kommt da. Wie gesagt, wir halten die Füße nochmal still, damit wir im Finale dann die meiste Energie haben. Bilbao kommt. Zieht der da nochmal durch oder passiert erstmal nichts? Okay, also alles hier noch zusammengeblieben. Normalerweise habe ich hier ja immer die Attacke reingesetzt und wir haben natürlich auch noch unglaublich viele Möglichkeiten. Auch wenn wir jetzt gerade mal das blaue Gel den Kollegen noch geben. Das rote Gel wäre wahrscheinlich auch wichtig gewesen. So, Bilbao drängt uns nicht weg. Immerhin das. Vorne in die Kurve können wir eh, wenn wir da nicht weggedrängt werden, von Moritz mit der Aerodynamik reinballern. So, die Jungs, lasst mich doch mal in Ruhe. So, blaues Gel nehmen wir nochmal schnell. Und dann geht es da vorne gleich in den letzten Anstieg rein. Wir haben noch vollen roten Balken, volles rotes Gel. Das kann eigentlich nur gut werden aus unserer Sicht.
Deswegen gehen wir jetzt auch schon mal ein bisschen in Vorlage. Jetzt ziehen wir noch mal einen durch. Alaphilippe kommt da ums Eck geschossen. Gehen wir bei den Terns ans Hinterrad. Roglic kommt, drängt dort Ulle noch mal kurz weg. Alaphilippe vorne geht jetzt noch mal ans Hinterrad. Roglic kommt. Aber dann sind wir doch wieder der Stärkste, würde ich sagen, auch wenn wir früh Platz sind und noch rotes Gel hatten. Also wiederum nicht optimal, aber die Etappensiege sind uns einfach nicht zu nehmen. Zumindest auf dem Profil. Wie gesagt, das wird sich dann ganz relativ schnell ändern, wenn wir in die Hochgebirgsetappen kommen. Dann wird das Ganze komplizierter. So, ich könnte auch einfach mal weiterklicken, anstatt hier ein bisschen seelenlos vor mich hinzusitzen. Bin heute ein bisschen müde, ich habe irgendwie Kopfschmerzen. Der Wetterwechsel macht mir irgendwie zu schaffen. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich wetterfühlig werde. Also juckt es auch immer so in meinem Holzbein. Das merke ich immer sofort, wenn das Holz splittert. Arr, bin einfach Pirat. Also, da haben wir uns vielleicht sogar wieder eine kleine Lücke. Oh, na, nicht wirklich. Vielleicht 3, 4 Sekunden, aber nicht viel, viel mehr, die wir uns da rausgefahren haben. Also, 6. Etappe, 5. Etappensieg. Theoretisch hätten wir sogar alle Etappen mit Ulle bislang gewinnen können. Sorry, ich muss den Ton bei mir gleich mal leiser machen. Das ist sonst eine Nummer zu laut. Nicht, dass das noch doppelt mit aufgenommen wird. So, also Ulle mit Sieg. Roglic und Pogacar kommen zeitgleich mit. Alaphilippe und Tönnies auf 4 und 5. Und dann gab es nochmal große Abstände nach hinten. Schauen wir auf die Gesamtwertung. 2 Minuten 51 bzw. 52 auf Roglic und Pogacar. Extrem gut. Bergwertung haben wir jetzt auch schon irgendwo 3 Punkte gesammelt. Grüne Trikot mit 202 Punkten. Und das nach 6 Etappen. Wenn man das hochrechnet, dann holen wir über 600 Punkte. Wahrscheinlich sogar 700, wenn man es hochrechnet. Also das ist schon enorm stark. Pro Cycling Einzelwertung kann uns wahrscheinlich auch schon jetzt keiner mehr richtig nehmen, weil wir werden sicherlich auch bei Lombardei und so weiter nochmal schön punkten. Ich weiß nicht, wie viel Pogacar letztes Jahr hatte in der Einzelwertung. Jetzt geht es nochmal auf eine relativ langweilige Etappe von Epernay nach Nancy. Nancy, wie gesagt, für mich immer der Heartbreaker, weil Schalke dort mal, ich glaube, direkt in der ersten Runde des UEFA Cups raus ist, vor der Gruppenphase. Immer noch ein Albtraum für mich. Den versuchen wir jetzt zu bekämpfen. 230 Kilometer Massensprint wahrscheinlich. Wir arbeiten ein bisschen nach. Wenn eine Gruppe durchkommt, ist für uns auch nicht schlimm. Aber wir lassen natürlich die Füße ein bisschen still und bereiten uns auf die Bergankünfte vor, die dann vor dem Ruhetag noch kommen. 7. Etappe der Tour de France steht an. Die letzten 10 Kilometer. Vorne wieder Lotto Soudal, die da versuchen, Caleb Ewan dann später in Position zu bringen. Geht jetzt gleich nochmal in so einen leichten Zacken hoch. Heute haben wir gar nicht so viel Nachführarbeit gemacht, beziehungsweise eigentlich gar keine, weil Lotto Soudal von Anfang an vorne mit dabei war. Und mit sehr, sehr wenig Aufwand fahren wir hier an die Spitze. Tempo ist ziemlich raus, was natürlich eigentlich nicht so cool ist, um ehrlich zu sein. Nochmal überlegen. Versuchen Sie einen Ausreißer. Wenn ich mal einen guten Witz mache, das wäre ein Ausreißer. Also wir bereiten den Sprint mal für Wout van Aert vor. Bin da irgendwie nie so richtig schlau draus geworden, weil meistens habe ich dann gar keinen Fahrer meines Teams vorne gesehen. Wahrscheinlich muss man 20 Kilometer schon vorm Ziel damit anfangen. Dann kann man wahrscheinlich auch erst damit anfangen. Also wir bleiben hier mal in der Reihe. Wollen jetzt auch keinen Parforce-Ritt machen, 8 Kilometer gegen das komplette Hauptfeld. Würde wenig Sinn machen. Wir machen es einfach mal so, dass wir den Sprint für Ulle anfahren. Bleiben jetzt erstmal alle da ganz okay und wir holen uns Wout van Aert einfach mal nach vorne. Wo ist der belgische Meister? Moment, ah, da hinten relativ weit eingeklemmt. Also das wird schwierig werden, dass er uns da nochmal hilft. So, Maurice für Mathieu van der Poel oder Jasper Philipsen. Tempo wird jetzt gerade nochmal schneller. Arnaud Demare im grünen Trikot, also vertretungsweise für uns trägt er das. Wir werden jetzt hier bestimmt noch ordentlich weggedrängt werden in der Kurve. Na, geht sogar, die Straßen sind zum Glück recht breit. Hier passiert recht wenig vom Tempo her, deswegen können wir nochmal regenerieren. Wir sagen mal, hey, blaues Gel, Leute, wird kurz geschnupft. Ulle, geh doch mal in die Aerodynamik, anstatt mit deinem Chef zu reden. Wäre doch ganz nice.
So, wo ist jetzt Wout van Aert? Ich sehe ihn immer noch nicht. Na gut, dann machen wir den Sprint halt alleine. Sprintanfahrt sowieso immer ein bisschen Mysterium. Aber ganz nach vorne möchte ich jetzt, wie gesagt, auch nicht fahren. So, jetzt kommen die Kollegen mit Schmackes ums Eck geschossen. Blaues Gel können wir uns heute, glaube ich, echt sparen. Hör auf, mich wegzudrängen. Ich bin einfach mal durch den Arkea-Fahrer durchgefahren. Das ist wahrscheinlich der Hausgeist von Gryffindor in der Zukunft. Keine Ahnung, der kopflose Buhani. So, Alaphilippe. Und da vorne kommt nochmal eine Linkskurve. Die wird schlimm werden. Ja, die wird schlimm, wie wir gerade gesehen haben. Vorne ist ein Groupama-Fahrer ausgerissen. Interessant. Jetzt kommt nochmal eine Kurve. Wie gesagt, ich will da nie nach vorne fahren, aber irgendwie wird man nach vorne gezwungen. Ich gehe mal bei dem Mar mit. So, boah, das ist noch weit bis ins Ziel. Mal schauen, Fabio Jakobsen kommt da drüben. Und boah, mit einer wirklich kleinen Radlänge holt Ole sich den nächsten Sieg. Das war ein schöner Sprint. Der hat Spaß gemacht, war ein enges Höschen. Wir waren früh im Wind, sehr, sehr früh, zu früh eigentlich. Aber trotzdem, den würde ich mir gerne nochmal ansehen, den Sprint. Nicht, dass wir da im Endeffekt doch noch verkackt haben. Jakobsen war kurzfristig vorne und auf den letzten Metern geht ihm der Tank leer und Ole holt sich den sechsten Etappensieg von sieben. Aber jetzt zählt es ja eigentlich erst. Jetzt zählt es. Wenn wir die achte und neunte Etappe auch gewinnen, dann bin ich wirklich glücklich. Aber dass wir auch die Sprints so dominieren, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das läuft schon verdammt gut. Also Ulle vor Jakobsen, Colbrelli, Pogacar auf der 4 mit einer schlechten Tagesform. Das ist mal ein Ausrufezeichen für die nächste Bergetappe. Weiterhin die Dreifachführung in der Gesamtwertung. Ulle vor Wout van Aert und Küng Bisegger noch auf der 13. Roglic und Pogacar jetzt mit 3 Minuten Rückstand. Also alleine durch die 6 Etappensiege haben wir natürlich eine Minute Zeitbonifikation schon geholt. Das ist auch der Hammer. 1047 Punkte. Das läuft perfekt. Aber wie gesagt, die Tour de France geht jetzt los. Wir starten in der Schweiz, in Bern und fahren hoch nach Finot-Immoson. Da habe ich ja schon gesagt, da werden die Emotionen. Emotionen? Klingt eher Spanisch, oder? Also die Emotionen werden da richtig hochkochen. 188 Kilometer. Mal schauen, der Col de la Forclaz. Ja, das ist mein Berg. Der Col de la Forclaz, ne? Da werde ich richtig stark sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also Ulle in Gelb. Mal schauen, ob wir es verteidigen können. Los geht's, Ulle in Gelb in die Berge. Wir haben den ganzen Tag viel gearbeitet. Bisegger hat jetzt schon mal Feierabend. Kriegt jetzt trotzdem mal das blaue Gel. Wollte ich gar nicht. Es war einfach, irgendwie ist mein Hirn gerade eingefroren in dem Moment. Also los geht's in die Berge. Wir versuchen natürlich so wenig Energie wie möglich hier zu investieren. Jumbo hat sich da vorne jetzt mal unserem Team mit angeschlossen. Aber wir arbeiten weiterhin, um diese Gruppe da vorne, naja, so kompakt wie möglich zu halten oder so weit weg, wie es für uns eben reicht mit dem gelben Trikot. Vorne schon ein paar gute Fahrer mit dabei, Warren Barguil unter anderem. Wir können mal ganz kurz drauf schauen, 23 Fahrer sind es. Wen haben wir? Guillaume Martin natürlich, Peyo Bilbao ist mit dabei. Wen haben wir sonst noch? Valentin Madouas, Ciccone, einer Rubio, aber auch schon mit 28 Minuten. Gianni Moscon mit 6,37, dort der Beste in der Spitzengruppe, virtuell momentan in Gelb. Das wird er natürlich nicht halten können. Wir versuchen mit Ulle, wie gesagt, jetzt hier ein gutes, konstantes Tempo hochzufahren, damit wir im Schlussanstieg dann noch möglichst viel Energie haben, logischerweise. So, da kommt jetzt UAE vorne mit einer kleinen Tempoverschärfung. Wir müssen natürlich auf die beiden Slowenen achten, das ist ganz klar. Roglic und Pogacar sind unsere beiden Konkurrenten. Wir versuchen weit vorne zu fahren. Pogacar fährt da eh schon recht weit vorne. Das sind 29 Kilometer. Der Berg hier ist 13 Kilometer lang, 7,9% im Schnitt steil. Und wenn man mal ganz kurz dann auf das Profil schaut, man sieht nach dem Berg der ersten Kategorie minimale Abfahrt und danach geht es direkt in den nächsten Anstieg, der oben dann erst richtig steil wird. Das wird richtig übel. Aber hier sind wir ja mal im Hausberg, der Col de la Forclaz. Als ich noch Haare hatte, war das einfach nicht mein Berg. Jetzt nochmal schön weggeballert worden. Tempo wird höher, wir machen es mal im Sitzen. Klingt irgendwie auch falsch, aber klingt irgendwie auch bequem.
So, UAE hat vorne jetzt von uns übernommen. Die Führungsarbeit. Romain Bardet haben wir da rechts. Heute mit einer okay Tagesform. Ulle natürlich heute generell mit einer sehr guten Tagesform. Und ich möchte da nicht weggedrängt werden von Mikel Landa. Deswegen versuche ich ihn mal wegzudrängen. Also wir fahren relativ weit hinten. Hier sind wir aber auch gut versteckt, windgeschützt. Da sieht man auch rechts und links neben dem Fahrer kein Van Aert Wind. Mördergag. Wollte gerade Van der Vaart sagen, aber der ist ganz woanders anzusiedeln. So, Tempo wirklich relativ konstant. Das ist für uns eigentlich ziemlich gut. Dann sparen wir uns hier nämlich Energie. Wenn jetzt natürlich Roglic vorne schon attackieren sollte, ist erstmal eine große Lücke da. Aber dann haben wir noch unser komplettes Team, was wir hinterherfahren lassen könnten. Tom Dumoulin zum Beispiel eher mal nicht. Aber der kriegt mal das blaue Gel, genau wie Geraint Thomas. Aber wir haben mit Sepp Kuss und mit Romain Bardet heute zwei sehr, sehr gute Helfer mit am Start. Da sparen wir uns nämlich auch nochmal das blaue Gel. So, die Gruppe hier ist schon relativ klein geworden. Wir fahren ziemlich am Ende hinter Juan Ayuso. Ich trink Uso, Juan Ayuso. Ah, der Merch macht sich einfach von selbst. So, Entschuldigung. Aber Mörderspruch auf jeden Fall. Feiere ich mich selber für. Sonst keiner. Alle gucken, keiner lacht. War, sie hat einen Witz gemacht. Das ist eigentlich normalerweise das Motto hier in unseren eigenen vier Wänden. Meine Freundin lacht da nur selten drüber. Meistens fliegt einfach die volle Milchtüte. So, ich habe sehr viel Angst, hier die ganze Zeit weggeklemmt zu werden. Da haben wir den Giro-Sieger Jai Hindley. Ich wette, der wird auch privat so genannt. Das ist übrigens mein guter Freund, der Giro-Sieger Jai Hindley. Der wird einfach nicht mehr, ist wie der Bahnchef Medorn damals oder Bahnchef Gruber oder wie der auch immer heißt. Da wird einfach der Vorname weggelassen. Also, Giro-Sieger Hindley. So, Tempo bleibt hier, wie gesagt, konstant. Wir fahren hier konstant hoch. Ist auch nicht mehr ewig lang. Das blaue Gel sparen wir uns für den Schlussanstieg. In der Abfahrt regenerieren wir so gut es geht. Ich bleibe jetzt hier mal etwas länger drauf, weil wir die Tour de France bislang ja relativ geskippt haben, um ehrlich zu sein. Sind ja immer nur in die letzten Kilometer gegangen, haben relativ wenig, also Teamtaktik haben wir schon gemacht, gerade auf der Kopfsteinpflaster-Etappe. Aber wir haben die anderen Fahrer jetzt kaum mal selber fahren lassen, weil wir natürlich, weil wir alles fürs gelbe Trikot haben wollten. Und das war jetzt wieder dieser Moment, wo man weggedrängt wird. Das ist ärgerlich. Müssen wir kurz die Lücke wieder schließen. Das ist halt das Problem, wenn man so weit hinten fährt. Dann passiert das natürlich häufiger. So, wir fahren kurz den steileren Teil hoch. Sollte jetzt, wie gesagt, nicht kriegsentscheidend gewesen sein, dass wir da kurz weggedrängt wurden. Vorne sind immer noch 5,5 Minuten. Wir sehen unsere Gruppe da jetzt gerade gar nicht mal eingeblendet, weil alles vorne zersplittert ist. So, wir hätten wahrscheinlich das blaue Gel nochmal verteilen müssen. Wout van Aert kriegt es, Bardet und Kuss. Machen wir jetzt mal, weil sonst schaffen die es da, glaube ich, vorne nicht mehr über den Gipfel. Es sind schon noch einige Kilometer für uns. Aber wir müssen das blaue Gel mit in den Schlussanstieg nehmen. Brandon McNulty, Junge. Alter, jetzt fahr halt weg. Wenn er jetzt nochmal den Schlenker macht und ich da jetzt nochmal weggedrängt werde, dann raste ich echt aus. Ja, das war jetzt richtig scheiße. Aber gut, wir bleiben hier hinten windgeschützt. Wenn Hamilton uns da jetzt nicht noch Nibali irgendwo reinfährt, wenn Brandon McNulty mir jetzt nochmal in die Kiste fährt, dann verpflichte ich ihn beim Pro Cycling Manager und werde ihn niemals einsetzen. So, jo, das lief suboptimal. 2,8 Kilometer noch bis oben hin, sollte aber sich alles irgendwie ausgehen. Bislang verbrauchen wir zu viel Energie. Vielleicht sollten wir generell auch uns angewöhnen, weiter vorne zu fahren, statt immer so weit hinten in der Gruppe. Aber jetzt ist hier auch ziemlich Tempo raus. Vorne kommt Groupama mit einer Attacke. Weiß nicht, wenn es Godu war, ist mir persönlich auch egal. Ich glaube nicht, dass Godu eine Gefahr für uns sein wird hier während der Tour de France. 20-Kilometer-Marke erreicht. Da ist ein Movistar-Fahrer aus der Ausreißergruppe, der jetzt nochmal versucht, andere mit in den Tod zu reißen.
Hoffe mal, dass er Serrano-Schinken das bei uns jetzt nicht auch macht. So, Schachmann geht an uns vorbei. Higita fliegt zurück und vorne machen wir nach wie vor ein bisschen Tempo. Also Sepp Kuss und Bardet sind noch mit am Start hier in der Gruppe. Wir arbeiten weiter nach. Es sind nur noch 4 Minuten nach vorne. Der Abstand ist jetzt sehr, sehr schnell kleiner geworden. Da kriegen wir noch einen mit. Ich weiß nicht, wer es war. Die Nummer 2 von Ineos. Egan Bernal ist hier der Kapitän. Remco drängt uns da nochmal in den Wind raus. Jumbo hat die Gruppe hier jetzt richtig klein gefahren. Wenn man mal schaut, da ist kaum noch was da. So, Bergpunkte gibt es hier keine mehr für uns. Vorne hat jetzt, ich glaube, Romain Bardet oder Sepp Kuss ist es, nochmal übernommen. Ist ja alles okay, sollen sie ja auch machen. Und dann geht es jetzt hier in diese kurze, knackige Abfahrt rein. Wo man so viel regenerieren muss, wie es irgendwie geht. So. Wieder in die Aerodynamik. Wie gesagt, wenn ich hier ausgebremst werde gerade, ist nicht so schlimm. Aber der blaue Balken muss einfach wieder kommen. Ich hoffe, dass es das noch nicht war mit der Abfahrt. Ich bleibe hier einfach mal in der Aerodynamik. So viel schneller werden die hier auch nicht fahren. So, jetzt müssen wir allerdings wieder ein bisschen raus. So. Okay, wenn die so langsam fahren, dann bleibe ich mal in der Aerodynamik, ganz ehrlich. Hier geht es nämlich jetzt auch wieder runter. So, sehr gut. Also wir nutzen die Abfahrt ganz ordentlich. Vorne geht es dann steil nach, oder relativ streng nach rechts. Vorne ist die Abfahrt dann leider auch schon wieder rum. Leider nicht ganz auffüllen können, den blauen Balken. So, aber jetzt beginnt der Schlussanstieg. 10 Kilometer. Da müssen wir erstmal mitgehen. Blaues Gel haben wir noch voll da. Füllen wir vielleicht immer mal auf, wenn das Tempo ein bisschen geringer wird. 3:43. Noch die Gruppe um Guillaume Martin weg. Jetzt kommen hier die Ausreißer. Ich hoffe mal, wir kommen da gut durch, ohne dass die da einen Schlenker reinfahren. Da haben wir Roglic. Alter Schwede, bin ich nervös. Ich bin richtig nervös. Nervöser als bei meinem Vorstellungsgespräch für den neuen Job. So, wie schaut's aus? Kass, also Kuss und Bardet sind noch da. Aber Tempo macht jetzt ohnehin Ineos und Jumbo. Da werden wir jetzt erstmal nicht viel machen. Ich mach's mal an der Seite weg. Nochmal ein bisschen was genommen. Tempoverschärfung. Wir sind hier noch im etwas flacheren Bereich. Boah, Richie Port gerade. Da sind wir wieder zu weit hinten. Oh, da können wir nochmal ein bisschen blaues Gel reinschmeißen. Da kommt Tadej Pogacar mit der Attacke. Vingegaard geht auch hinterher. Aber Sepp Kuss geht auch nach. Den können wir jetzt noch nutzen. Bardet kriegt nochmal rotes Gel. Bleiben mal hier in der Gruppe mit Roglic. So, Kuss ist durch, oder? Kuss könnte noch rotes Gel nehmen, aber ansonsten ist der durch. So, Vingegaard macht das Tempo und fährt da die Lücke wieder zu. Hoffen wir es mal. Bleiben hier mal mit dran. Tempo könnte jetzt ein bisschen geringer werden.
So, jetzt kommt Roglic mit der Attacke. Weiß nicht, warum Vingegaard da mitgeht. Es sind noch 5 Kilometer bis oben hin. Es bleibt ziemlich steil. Alter Schwede, zieht Roglic das durch. So, wie schaut's aus nach hinten? Pogacar scheint abgehängt. Gelbes Trikot. Wir hängen am Hinterrad von Roglic. Und wir werden da jetzt auch nicht viel arbeiten. Okay, lassen wir mal rotes Gel. Schauen wir mal. Also wir covern jetzt nur noch am Hinterrad von Roglic. Der soll mal durchziehen. Und nach hinten, wie schaut's aus? Pogacar haben wir ziemlich abgehängt. 28 Sekunden, unser Rückstand nur noch auf Guillaume Martin. Das wird ein sehr, sehr enges Höschen. 3,4 Kilometer. Wenn Roglic das allerdings jetzt in dem Tempo durchzieht, kann es sein, dass er uns da auch ein bisschen kaputt fährt. Können wir nur hoffen, dass er auch nochmal gleich ein bisschen rausnimmt. Idealerweise dann, wenn wir noch können. So, jetzt haben wir schon eine Minute auf Pogacar. Also dem nehmen wir heute auch nochmal richtig was ab. Alter Schwede, jetzt geht er nochmal los. Und da können wir jetzt gerade nicht mitgehen. Müssen wir kurz rotes Gel selber nachfüllen. Sehr, sehr steil das Ganze. Schauen wir mal, kommen wir da nochmal hin? Hau rein, Ulle. Vorne sehen wir das Ziel. So, jetzt können wir nochmal ein bisschen regenerieren. Ich nehme mal schnell das rote Gel. Roglic, Pogacar, 1,16 hinten sind eigentlich alle ziemlich durch. Kommt Roglic da nochmal mit? Ich glaube ja. So, eine Minute. Pogacar kommt ein bisschen näher. Gehen wir nochmal bei Roglic ans Hinterrad. Die Attacke hätten wir uns sparen können. Ganz ehrlich. Roglic gibt alles und fährt uns dann vielleicht doch hier noch schnell kaputt. Wann geht er durch? Nicht so richtig. Also das hätten wir uns sparen können. Verdammt. Die Attacke war dann doch zu großkotzig. Jetzt wird es hier ein Schneckenrennen. Also den Etappensieg holen wir uns nicht, aber es war trotzdem eine starke Bergankunft von uns. Roglic dann noch ein bisschen zu stark, aber da habe ich mich taktisch auch nicht klug angestellt. Die Attacke eben einfach am Hinterrad bleiben, ein bisschen ausruhen, wäre der klügere Schachzug gewesen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir kommen hier trotzdem, glaube ich, mit einem richtig guten Ergebnis rein. Wir können mit dem Besten mithalten, wenn wir eine gute Tagesform haben, muss man dazu sagen. Puh, also erste Bergankunft der Tour de France. Wir konnten mithalten, gute Tagesform. Pogacar wieder ein bisschen Zeit abgenommen. Roglic hat uns dann auf den letzten Metern ein paar Sekunden abgehängt. Aber wie gesagt, das war einfach, bei mir ist dann eine Synapse durchgebrannt. Ich bin großkotzig geworden und dachte mir, jetzt ballern wir den Etappensieg durch mit der Attacke. Einfach Füße stillhalten am Hinterrad von Roglic und im letzten Moment raus. Das wäre deutlich klüger gewesen. Aber das war spannend. Das kann man nicht anders sagen. Das war sehr spannend. Ich glaube, bis auf die letzten 2 Kilometer war das taktisch auch völlig in Ordnung, wie wir das gemacht haben. Auch dass wir erst nochmal Romain Bardet oder Sepp Kuss, wer es auch immer war, da hinterherfahren haben lassen. So, Gesamtwertung bleibt natürlich bei uns. Guillaume Martin mit der Bergwertung, dass wir die Gruppe dann noch eingeholt haben, auch Wahnsinn. Die hatten ja zum Teil fast 10 Minuten Vorsprung über die Etappe. So, 18 Sekunden, insgesamt dann 22 Sekunden, die wir verlieren, aber Pogacar verliert 1,36, bedeutet 1,42 sogar noch auf uns mit der Zeitbonifikation. 2 Minuten 39 auf Roglic bleiben uns, Pogacar mit 4,26 und die Abstände dahinter sind enorm. Also da haben wir auch auf der Kopfsteinpflaster-Etappe schon so ein Loch gerissen, dass wahrscheinlich nur dieser Dreikampf, den wir ja sowieso schon propagiert haben vor der Tour de France,
weiter durchgehen wird. Ulle mit 11 Punkten in der Bergwertung auf dem dritten Platz. Punktewertung sind wir vorne und zwar deutlich. Nachwuchsfahrerwertung wäre schön, wenn wir das schaffen könnten. Teamwertung sind wir vorne, nur in der Ausreißerwertung. Unser Team ist bislang nur 1 Kilometer ausgerissen und das war bestimmt keine Absicht bei Wout van Aert. Juti. So, weiter geht's dann mit der Tour de France. Dann fahren wir jetzt zur Sonne. Nero versucht gerade das Licht anzumachen, indem er gerade Männchen vor der Tür macht. Ich lasse ihn mal raus zur Anna rüber. Dann sehen wir uns wieder. Ich weiß nicht, ob jetzt Folgenwechsel ist oder nicht, aber wir werden auf jeden Fall die nächste Etappe dann jetzt gleich durchzocken.